Moin und Namaste. Willkommen bei Vatten Yoga. Schön, dass du hier bist. Heute haben wir für dich ein Yoga-Fitness-Video. Wir stärken dabei unsere Arme, Schultern und den Rücken. Du brauchst dazu zwei kleine Hanteln, a 2 Kilo, oder bringe einfach zwei kleine Wasserflaschen mit auf die Matte. Wichtig ist, dass du dir etwas zu trinken neben deine Matte stellst, weil wir heute doch etwas ins Schwitzen kommen. Dann lass uns beginnen. Hopp auf die Matte und los geitert. Lege zuerst deine Hanteln rechts und links neben deine Matte und dann beginnen wir im knienden Hund. Komm dazu in den Vierfüßler. Stelle deine Knie hüftbreit auf, deine Hände sind weit gefächert unter deinen Schultern und dann bringst du deine Ellenbogen dorthin, wo deine Hände waren. Deine Knie schiebst du ein Stück zurück und dann bring deine Stirn Richtung Boden. Du spürst eine intensive Dehnung in deinen Schultern. Bleibe hier und nehme ein paar tiefe Atemzüge. Dann löse auf und komme zurück in den Vierfüßler. Wir wollen weiter deine Arme und Schultern aufwärmen und beginnen mit Armkreisen. Immer abwechselnd, beginnen mit dem linken Einatmen und Ausatmen. Mache große, weite Bewegungen. Dein Blick bleibt nach vorn gerichtet. Noch einmal jede Seite. Und dann komme in den Vierfüßler. Von hier aus gehen wir dreimal in die Kuh und die Katze. Atme ein, öffne deinen Brustkorb. Kuh. Ausatmen, zieh den Bauchnabel nach innen und dein Kinn zur Brust. Katze. Finde deinen eigenen Rhythmus. Und dann komm noch einmal in die Kuh und mach dich nochmal rund und komm in die Katze. Neutrale Position und dann öffnest du dich mit gestreckten Arm zur linken Seite hin und ausatmend führst du deinen linken Arm unter deinem Bauch entlang, hältst kurz und rollst dich wieder auf. Noch einmal. Atme ein, öffne dich nochmal zur linken Seite und ausatmen, kommst du wieder nach unten und legst dich auf deiner linken Schulter ab. Deinen Arm kannst du nach vorn ausstrecken. Genieße die Dehnung. Dann löse auf und das Gleiche jetzt auf der rechten Seite. Atme ein, öffne dich mit gestrecktem Arm zur rechten Seite hinauf. Ausatmen, bringe die Hand unter deinem Bauch entlang. Einatmen, wieder nach oben. Ausatmen, unter deinem Bauch.
Einatmen, öffne dich nach oben. Ausatmen, unter deinem Bauch. Noch einmal öffnen. Dann fädel die Hand durch deinen Bauch und lege dich auf deiner rechten Schulter ab. Deinen linken Arm kannst du nach vorn hin ausstrecken, wenn du möchtest. Dann löse auf, komme zurück in den Vierfüßler. Stelle deine Zehen auf und schiebe dich von hier aus in den herabschauenden Hund. Trete etwas auf der Stelle, dehne deine Muskulatur. Beuge deine Knie und ziehe deinen Rücken in die Länge. Lasse deinen Kopf ganz entspannt hängen. Und dann wollen wir 2 Runden durch den Sonnengruß fließen. Verwurzel deinen linken Fuß im Boden, hebe dein rechtes Bein gestreckt nach oben und komme in den tiefen Ausfallschritt. Von hier aus kannst du in einem großen Schritt oder mehreren kleinen zum Anfang deiner Matte in die ganze Vorbeuge kommen. Lass dich erstmal ganz entspannt hängen, beuge deine Knie noch etwas, genieße die Dehnung im Rücken. Beim nächsten Einatmen rollst du dich langsam nach oben in die Berghaltung. Öffne deine Brust, richte nochmal deine Sachen und dann beginnen wir zu fließen. Atme ein, bringe die Arme gestreckt nach oben über den Kopf. Ausatmen, ganze Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, tritt mit dem linken Bein zurück in den tiefen Ausfallschritt. Lege dein Knie ab, atme ein, hebe die Arme nach oben. Lass dich etwas nach vorn fallen, deine Hüfte geht tief. Ausatmen, tiefer Ausfallschritt. Und von hier aus fließen wir durch eine Vinyasa. Du senkst dich auf die Matte ab, atmest ein, Cobra, und dann kommst du auf deinen Weg zurück in den herabschauenden Hund. Ein Atemzug hier und dann verwurzelst du deine rechte Ferse im Boden, hebst dein linkes Bein an und wenn alles gut, kommst du in den tiefen Ausfallschritt nach vorn und dann mit einem großen Schritt in die ganze Vorbeuge. Atme ein, gestreckte Berghaltung. Ausatmen, gleich wieder zurück in die ganze Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge. Und dann tritt dein rechter Fuß zurück in den tiefen Ausfallschritt. Senke dein Knie ab, Arme gestreckt nach oben, richte dich auf. Und ausatmend kommst du über die Planke auf den Boden. Atmest ein, Cobra. Ausatmen, komme auf deinen Weg zurück in den herabschauenden Hund. Hebe wieder dein rechtes Bein nach oben. Bring den Fuß nach vorn zwischen deinen Händen und dann ganze Vorbeuge. Einatmen. Gestreckte Berghaltung. Ausatmen, ganze Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge. Linker Fuß tritt zurück, Knie wird abgelegt. Einatmen, Arme nach oben. Ausatmen,
Hände wieder zur Matte. Komme von hier aus in den Liegestütz und senke dich auf den Boden ab. Einatmen, Cobra. Ausatmen, vielleicht jetzt über den Liegestütz zurück in den herabschauenden Hund. Rechtes Bein verwurzeln, linkes Bein gestreckt nach hinten. In einem großen Schritt nach vorn in den tiefen Ausfallschritt und von hier aus in die ganze Vorbeuge. Einatmen, gestreckte Berghaltung. Ausatmen, ganze Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, dein rechter Fuß tritt zurück. Knie ablegen, Arme einatmen, gestreckt nach oben. Ausatmen, Hände absetzen. Liegestützposition, auf der Matte absinken. Einatmen, Cobra. Ausatmen, komme zurück in den herabschauenden Hund. Jetzt sind wir warm genug und können mit unserem Yoga-Fitness beginnen. Verwurzel deinen linken Fuß, hebe dein rechtes Bein gestreckt nach hinten oben, komme in den tiefen Ausfallschritt. Überprüfe hier deinen Stand, ziehe die Innenschenkel zusammen, damit du stabil stehst. Und erst dann nimm deine Handeln zur Hand und richte dich langsam in den Krieger 1 mit gehobener Ferse auf. Bringe deine Hanteln vor der Brust zusammen. Stehst du stabil? Bringst du deine Gewichte zu den Schultern, deine Hände zeigen nach vorn und beim nächsten Ausatmen streckst du dein vorderes Bein und deine Hanteln kommen nach oben über deinen Kopf. Fünf, sechs, sieben, acht. Senke die Hanteln ab, bringe sie vor die Brust, komme in einen großen Schritt nach vorn an den Anfang der Matte in die ganze Vorbeuge. Atme ein, komme in die halbe Vorbeuge, nimm deine Hanteln mit. Und jetzt bringst du deine Arme rechts und links gestreckt nach außen. Eins, zwei, drei, vier. Deine Arme sind gleich gebeugt. Vier, drei, zwei noch. Und Hanteln zur Brust. Dann hebe dein rechtes Bein an und komme nach hinten in den tiefen Ausfallschritt. Bring deine Arme nach hinten, sodass die Hanteln parallel zum Körper sind. 10 kleine Bewegungen nach hinten. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lege deine Hanteln ab. Komm in den tiefen Ausfallschritt, mach deinen Rücken gerade und von hier aus durch deine Vinyasa. Liegestützposition, auf den Bauch ablegen, Cobra und dann zurück in den herabschauenden Hund. Ein Atemzug hier. Und dann verwurzel deinen rechten Fuß, hebe dein linkes Bein gestreckt nach hinten. Komme in den tiefen Ausfallschritt. Nehme deine Hanteln zur Hand, wenn du einen stabilen
Stand gefunden hast, deine Innenschenkel ziehen zueinander. Bring die Gewichte vors Herz und dann richte dich langsam nach oben auf. Bring die Hanteln wieder neben deine Ohren. Deine Schultern sind im rechten Winkel. Und dann streckst du dein Bein aus und deine Arme nach oben. Noch zwei. Noch eine. Hanteln vors Herz. Und in einem großen Schritt nach vorn an den Mattenanfang kommen. Komm in die ganze Vorbeuge. Deine Hanteln behältst du in der Hand. Atme ein. Komme in die halbe Vorbeuge. Und von hier aus bringst du wieder deine Arme nach außen. Zwei. Drei. Vier. Fünf. 6, 7, 8, 9, 10. Hanteln vors Herz. Hebe deine linke Ferse an und komme langsam und kontrolliert in den tiefen Ausfallschritt zurück. Krieger 3. Arme nach hinten und wieder kleine pulsierende Bewegungen für deinen Trizeps. 6, 7, 8. Wunderbar. Lege deine Hanteln ab und fließe durch deine Vinyasa. Über die Liegestützposition, Bauchlage, Cobra, zurück in den herabschauenden Hund. Ich glaube, eine kleine Pause haben wir uns verdient. Trete kurz auf der Stelle und dann senke deine Knie ab. Und komme in die Position des Kindes. Falte dich zu einem kleinen Päckchen zusammen. Deine Arme liegen entspannt neben deinem Körper. Dein Atem fließt gleichmäßig und ruhig weiter. Und dann richte dich auf und jetzt kannst du gern erstmal was trinken, bevor wir weitermachen. Und wir treffen uns gleich in Bauchlage auf deiner Matte. Öffne deine Füße mattenbreit, bring deine Hanteln etwas zur Seite, auch die Arme streckst du diagonal von dir. Einatmend löst du alles vom Boden und wir trainieren deinen Rücken. Ein paar Wiederholungen. Dann halte deine Beine, zeig dir eine neue Armbewegung. Die Ellenbogen bringst du Richtung Körper. Deine Beine bleiben, wo sie sind, nur deine Arme arbeiten jetzt. 3, 2, 1 und lege deinen Kopf entspannt auf deinen Händen ab. Wackel so ein bisschen mit deiner Hüfte. Die Muskulatur in deinem Rücken zu entspannen. Und dann treffen wir uns wieder im herabschauenden Hund. Zurück
zu Runde 2 unserer Fitnesseinheit heute. Zieh deinen Rücken nochmal in die Länge. Wurzel deinen linken Fuß, hebe dein rechtes Bein gestreckt nach hinten oben, komme von hier aus in den tiefen Ausfallschritt, bring deine Handeln wieder zur Matte, suche dir eine stabile Beinposition, bring die Handeln wieder vors Herz und dann richte dich auf in den Krieger 1 mit gehobener Ferse. Jetzt bringen wir die Arme in Butterfly-Position. Beim Ausatmen streckst du dein Bein und die Arme werden vor deinem Körper zusammengeführt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben und die Handeln wieder vor die Brust und dann öffne dich zur rechten Seite hin in den Krieger 2. Strecke die Arme rechts und links von dir, behalte aber eine kleine Beugung in den Armen und dann beginnen wir mit kleinen Kreisen nach vorn und dann wechseln wir nach hinten. Von hier aus kommst du jetzt in den Stern. Das heißt, deine Zehenspitzen zeigen nach außen. Du streckst dich einmal ganz weit auf. Und dann bringst du die Handeln wieder vors Herz. Und jetzt wollen wir deinen Bizeps trainieren. Lass die Arme rechts und links von dir hängen. Und dann bewegen wir beim Ausatmen unsere Arme nur, bis wir sie im rechten Winkel haben. Und dann lassen wir sie wieder sinken. Noch zwei, noch einer und wieder nach unten senken. Jetzt bringst du die Handeln zu deinen Schultern und jetzt andersrum. Jetzt lassen wir sie sinken, bis wir im rechten Winkel sind. Zwei, drei, vier, 5, 6, 7, 8. Bring die Handeln wieder vor deinem Herz, komme zurück in die Position des Kriegers 2. Arme rechts und links von dir gestreckt. Halte kurz diese Position, konzentriere dich auf deinen Atem, auch wenn es schon ganz schön anstrengend ist. Dann lasse deinen linken Arm sinken, bring deinen rechten Arm über deinen Kopf in den friedvollen Krieger und dann kommst du von hier aus ganz kontrolliert in den tiefen Ausfallschritt zurück. Lege deine Handeln zur Seite und fließe wieder durch eine Vinyasa. Liegestützposition. Einatmen Cobra. Ausatmen über den Liegestütz. Wieder zurück in den herabschauenden Hund. Noch einmal auf der linken Seite. Verwurzel deinen rechten Fuß. Bring dein linkes Bein gestreckt nach hinten oben und in den Ausfallschritt. Handeln vors Herz, richte dich auf in den Krieger 1 mit gehobener Ferse. Komme wieder in den Butterfly. Ausatmen, vorderes Bein strecken und Handeln vor dem Körper zusammenführen. Noch drei, zwei, ein.
1. Dann bring die Handeln vor dein Herz. Und dann öffnest du dich in den Krieger 2 zur rechten Seite hin. Und wir beginnen wieder mit Armkreisen. Deine Arme sind leicht gebeugt. Erst nach vorn und dann kreisen wir nach hinten. Von hier aus kommst du in den Stern. Deine Fersen sind nach innen, deine Zehen nach außen gerichtet. Zieh dich einmal in die Länge, Arme diagonal. Dann bring die Handeln vors Herz und wir trainieren noch einmal, wie auf der rechten Seite, deinem Bizeps. Das heißt, du lässt die Arme erst wieder hängen und dann bringst du sie ausatmend immer in den rechten Winkel. Noch eine Wiederholung und dann bring die Hanteln zu den Schultern und lass deine Arme jetzt sinken bis in den rechten Winkel. Noch 4, 3, 2, noch eine Wiederholung. Und dann bring die Hände vors Herz und komme von hier aus zurück in den Krieger 2. Strecke die Arme rechts und links von dir. Wir halten kurz. Halte durch. Wir haben es gleich geschafft. Und dann lasse deinen rechten Arm sinken. Führe deinen linken Arm gestreckt nach oben in den friedvollen Krieger. Und dann komm von hier aus ganz kontrolliert zurück in den tiefen Ausfallschritt. Lege deine Hanteln zur Seite und dann Vinyasa. Liegestützposition auf der Matte absenken. Einatmen, Cobra. Ausatmen, komm zurück in den herabschauenden Hund. Trete noch einmal auf der Stelle. Zieh deinen Rücken in die Länge. Und dann senke die Knie auf den Boden ab. Es ist doch ganz schön anstrengend. Du kannst gerne noch einen Schluck trinken, bevor wir unsere Muskulatur noch etwas dehnen, damit wir morgen keinen Muskelkater haben. Und dann kommen wir noch einmal in Bauchlage und beginnen als erstes unsere Schultern zu dehnen. Dazu strecke deinen linken Arm aus, dein rechter Arm bleibt aufgestellt, dann hebst du dein rechtes Bein und drehst dich zur linken Seite auf, dein rechter Fuß wird hinter dir aufgestellt. Spüre die Dehnung in deiner Schulter. Und dann komm zurück. Stelle deinen linken Arm auf, strecke deinen rechten Arm aus, hebe dein linkes Bein an und dreh dich zur Seite hin auf. Dein linker Fuß wird hinter dir aufgestellt. Zurück.
Dann schiebe dich zurück in die Pose des Kindes, diesmal mit weit geöffneten Beinen. Strecke deine Arme aus, bring deine Stirn Richtung Boden. Und dann forme mit deinen Händen eine kleine Haifischflosse über deinem Kopf und lass deine Ellenbogen noch etwas nach vorn wandern. Das dehnt wunderbar deinen Trizeps. Bringe deinen Körper zur Ruhe hier, indem du gleichmäßige Atemzüge nimmst. Und dann komme von hier aus in den Fersensitz. Bringe die Füße zusammen. Dehnen wir deine ganze Armmuskulatur und Brustmuskulatur, indem du die Hände hinter dem Rücken verschränkst. Und dann rollst du die Schulter nach unten, öffnest deinen Brustkorb, ziehst deine Arme in die Länge. Dann kannst du hier deinen Nacken noch etwas dehnen. Es tut auch gut, wenn du einmal dein Kinn nach oben bringst und dann zur Brust ziehst, um deinen Nacken zu dehnen. Schulter nochmal stretchen. Bringe deinen rechten Arm vor deinen Körper. Umfasse mit der linken Hand deinen Unterarm. Roll deine Schulter einmal nach hinten unten und halte kurz. Und dann wechseln wir die Seiten. Bring deinen linken Arm gestreckt nach vorn. Deine rechte Hand umfasst deinen Unterarm. Du drehst deine Schulter nach hinten unten und ziehst deinen Arm zur rechten Seite hin. Noch eine kurze Drehung. Deine linke Hand kommt auf dein rechtes Knie und du drehst dich ganz sanft zur rechten Seite hin. Dein Rücken ist gerade. Gleiche nochmal zur linken Seite. Deine rechte Hand kommt auf dein linkes Knie. Dreh dich sanft zur linken Seite hin auf. Und dann löse auf. Und dann haben wir es geschafft. Bring die Hände vors Herz. Ich bin stolz auf euch. Schön, dass ihr mit dabei wart. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag. Namaste. Der Juni läuft unter dem Motto Itzi Bitsi. Das heißt, wir stärken unseren Körper noch einmal für die Strandfigur. Nächste Woche gibt es das nächste Video. Da geht es um Cardio-Fitness. Also sei wieder mit dabei. Es heißt, hopp, optimal und los geht's.